Hier. Wo steckst du, mein Kind? Ich bin hier. Hier oben, Opa. Na, wer schaut denn da so trübselig aus der Wäsche? Hi, Opa. Es ist wie jedes Jahr. Immer wieder das Gleiche. Es ist kein richtiges Ostern. Aber wieso denn? Na, versteh mich nicht falsch, Opa. Aber wir besuchen euch jedes Jahr zu Ostern. Und hier bei euch im Waldwändchen gibt es keine bunten Ostereier. In Osternestern, die man suchen muss. Zusammen mit Schokolade und Bonbon. Meine Freundinnen in der Stadt haben alle bereits ihre Ostergeschenke. Und hier ist es einfach nur langweilig. Naja, nun, da hast du nicht ganz unrecht, mein Kind. Aber trotzdem gibt es auch hier im Waldpfändchen Ostern. Ja, wo denn? Es gibt ja nicht einmal ein buntes Ei hier. Nirgends. Nun ja, das hat wohl einen Grund. Hä? Einen Grund? Es gibt da so eine Geschichte, die man sich erzählt. Ach, Opa, komm schon. Dafür bin ich schon zu groß. Mag sein. Aber es hängt mit Ostern und den Ostereiern im Waldpfändchen zusammen und erklärt wohl so einiges. Was? Wie geht die Geschichte? Nun, Gwendolin, alle Einwohner vom Waldpfändchen wissen, dass auch jedes Jahr zu Ostern der Osterhase zu ihnen kommt, aber dennoch findet niemand Ostereier, geschweige denn ein Osternest. Ja, siehst du? Und warum nicht? Die Ostereierbande. Hä? Ja, die Ostereierbande. Jedes Jahr zu Ostern, gleich nachdem der Osterhase die bunten Eier versteckt hat, kommt die Ostereierbande und stiehlt sie. Und somit gibt es keine Ostereier. Hä? Ist das wahr? Eine Bande, die Ostereier klaut? Nun ja, das erzählt man sich so. Blödsinn, Opa. Du willst mich doch nur veräppeln. Nicht doch, mein Kind. Glaube mir. Diese Geschichte kennt jeder hier. Und jetzt auch du. Und wer sind die? Tja, niemand weiß es. Niemand hat sie je gesehen. Sie sind wohl zugerissen. Ich glaube kein Wort, Opa. Nun, wenn du mir nicht glaubst, dann frag doch den Osterhasen selbst. Hä? Ja, ja. Natürlich. Morgen in aller Früh. Wenn die Sonne gerade aufgeht, dann kannst du ihn im Baumgarten beobachten. Glaub mir, er wird dort sein. Das ist ja... Findest du selbst heraus. Morgen früh. Tö, Opa nun wieder. Aber gut, ist ja sowieso langweilig hier. Morgen in aller Frühe. Das krieg ich hin. Oh Mann, oh Mann, sie sind alle schon wieder weg. Alle! Hallo. Hä? Oh, ein Menschenkind. Ah, Opa hat wohl recht gehabt. Ich bin Gwendolin. Bist du der Osterhase? Na sicher doch. Hier bei dir hopp. Das bin ich, der Osterhase. Alle denken schon, dass es mich nicht mehr gibt, weil irgendjemand meine Ostereier stiehlt. Die Ostereierbande? Ja, ja, die Ostereierbande. Moment mal. Menschenkind Gwendolin, was machst du so früh hier draußen? Vielleicht bist du ja der Eierdieb. Ich? Nein. Ich wollte dich hier treffen, um zu erfahren, ob die Geschichte von meinem Opa stimmt. Welche Geschichte? Na, die mit der Ostereierbande. Nun, sie stimmt tatsächlich. Jedes Jahr das gleiche Malheur. Ich verstecke die ganzen Osternester im Waldpfändchen und dann sind sie einfach weg. Verschwunden. Nicht da. Fuchikado. Gestohlen. Okay, aber
Hast du die Diebe nie gesehen? Hä? Nein, nie. Denn sie sind gerissen. Aber dieses Mal nicht. Dieses Mal kriegen wir sie. Wer wir? Mein Freund Ossi und ich. Ossi ist ein toller Erfinder, weißt du? Hm. Und zusammen werden wir der Ostereierbande ein für alle Mal das Handwerk legen. Prima. Aber wie wollt ihr das denn anstellen? Ossi hat ein paar bunte Knalleier gebaut. Hm. Da ist Farbe drin. Das wird unser Köder sein. Knalleier? Na klar. Wenn man diese Eier aus dem Osternest stiehlt, macht es Ding! Und dann sind sie voller Farben. Dann kann man die Spuren verfolgen und ihnen nachgehen. Das ist ein guter Plan. Natürlich. Dieses Mal kriegen wir sie. Ha. Vielleicht kann ich euch dabei auch irgendwie helfen. Du? Mhm. Hm. Ja, warum nicht? Dann komm, es wird Zeit. Wir haben den Köder schon versteckt. Jetzt müssen wir nur noch nachschauen. Da vorne ist er schon, mein Freund Ossi. Ossi, Ossi. Noch ein Hase. Na endlich, wo bleibst du denn? Nanü, wer ist denn das? Ich bin Quendolin. Hallo. Ein Menschenkind. Ich habe sie im Baumgarten von den Maiwalds getroffen. Mhm. Sie will uns helfen. Hä? Meinst du, dass man ihr vertrauen kann? Na klar kannst du das. Meine Hasennase sagt, na sicher. Okay, gut, dann los. Schauen wir zum ersten Osternest. Mhm. Ja, ich bin schon gespannt. So, hier ist es. Hier? Siehst du? Mhm. Die haben schon wieder Eis gestohlen. Sie sind gerissen. Mag sein, aber nicht so gerissen wie wir. Hier ist überall flüssige Farbe. Hm? Scheint so, als wären eure Knalleier zerknallt. Ja, und schaut mal hier. Hm? Fußspuren. Genau. Da sind sie lang gegangen. Also, worauf warten wir? Gehen wir hinterher. Ja, Moment. Hm? Ich hol noch schnell meinen Sack mit den restlichen Ostereierfarbbomben. Den habe ich hinter dem Büsch da hinten versteckt. Ostereierfarbbomben? Ja. Die werfen wir auf die Diebe. Danach kann jeder sehen, wer sie sind. Hui. Denn diese Farbe von Ossi geht nicht so schnell wieder ab. Seine spezielle Erfindung. Das ist clever. So, jetzt habe ich alles. Wir können losgehen. Ja, also immer den Spuren hinterher. Hier lang. Nanu, ein Baumhaus. Hier enden die Spuren. Wohl eher eine Hütte. Okay, dann legen wir mal los. Wir haben sie. Meinst du, in der kleinen Hütte befinden sich die Diebe? Das werden wir sehen. Also, ich bin wurfbereit mit den Farbbomben. Du machst die Türe auf. Bei drei. Eins, zwei... Warte. Nur was denn? Ich trau mich nicht. Sag mal, ist das dein Ernst? Was bist du denn für ein Osterhase? Oh, was ist, wenn hinter der Tür ein böses Tier oder ein Monster auf mich wartet? Ein Ostereiermonster. Ach Blödsinn, jetzt komm schon. Machen wir dem Osterproblem endlich ein Ende. Los jetzt. Aber ich... Hä? Quendolin? Was machten die da? Solltet ihr das? Kommt her, es ist keiner da. Hm, wenigstens traut sich hier mal jemand. Tja. Hm, sieht innen größer aus als draußen. Keine Möbel, keine Bilder, kein Bett, kein Stuhl. Einfach nur ein Raum. Okay, also was haben wir? Die Spuren enden vor der Hütte. Wir haben eine Hütte? Ja, genau, wir haben eine Hütte. Mitten im Wald, leer und verlassen und sonst nix. Verflixt. Und ich dachte, dieses Jahr kriegen wir sie. Verflixt. Nur hör schon, öff. Jammern bringt nur auch nix. Moment mal. Hä? Das klang eben so als... Sag mal, was macht die da? Hier. Genau hier. Was ist da? Das klingt hohl. Höhl? Ein Höhlraum. Da unten gibt es... Noch einen Raum. Hier, hä? Eine Klappentür. Wow, tatsächlich. Ein Geheimgang unter der Erde. Hm, und ich glaube, dass die Diebe da hinuntergegangen sind. Oh, sie hat recht. Unglaublich. Hey, Ossi. Hä? Hast du vielleicht eine Lampe dabei? Hier, eine Laterne. Prima. Und hier, es werde Licht. Hoho, du hast ja wie immer an alles gedacht, was? Na, du kennst mich doch. Nichts überlasse ich dem Zufall. Ja. Nun kommt schon. Hier geht es hinunter. Ganz schön clever und mutig, dein Menschenkind. Die ist echt okay. Sag ich doch. Meine Nase hat eben den richtigen Riecher.
kein Raum? Das ist vielmehr eine riesige unterirdische Höhle. Du sagst es. Wow. Wartet mal. Was ist denn? Da vorne. Da tut sich was. Was? Ach du Schande, da kommt ja was aus dem Boden. Versteckt euch. Hier, hinter dem Felsstein. Oh je, oh je, oh je. Wendelin, das Licht dimmen. Okay. Irgendjemand ist doch hier. Hallo. Hallo. Ist da jemand? Ich kann es doch riechen. Ich habe eine Idee. Halte schon einmal die Farbbomben bereit. Hä? Ah, okay. Was hast du vor? Ist da jemand? Ich kann es riechen. Hallo. Hä? Wer bist du? Aha, wusste ich's doch. Komm näher, junge Stimme. Bist du eine Ratte? Nein, nein, nicht doch. Ich bin ein Maulwurf. Und du? Wer bist du und wie kommst du hierher? Ich bin Gwendolyn. Und ich habe mich wohl verlaufen. Dann sah ich eine Hütte und entdeckte diese Klappe nach unten und jetzt bin ich hier. So, so. Du bist ein Menschenkind. Sag mal, Maulwurf, hast du vielleicht etwas zu essen für mich? Oder vielleicht sogar Schokolade? Ich bin so hungrig. Oh ja, vielleicht, aber wieso sollte ich dir etwas zu essen geben? Wieso sollte ich? Na, weil du vielleicht ein Herz für hungrige kleine Menschenkinder hast und weil Ostern ist. Tja, Ostern. Aber gut, ich will mal nicht so sein. Wenn du mir versprichst, auf der Stelle hier wieder zu verschwinden und niemanden von diesem Ort und von der Hütte im Wald zu erzählen, dann hätte ich sogar Schokolade für dich. Wirklich? Oh, ich verspreche es, ganz sicher. Du kennst diesen Ort nicht, hörst du? Ich, welchen Ort? Diesen? Niemals gesehen. Gut, dann hier. Oh, toll. Ein Schokoladenei. Das passt ja zu Ostern. Ja, mit Nougat-Füllung. Lecker. Tja, Menschenkinder. Du bist ein Dieb. Was? Was soll... Komm raus, er ist es. Keine falsche Bewegung, Maulwurf. Du bekommst eins von Nuts und dazu noch ein buntes Fell. Hier. Oh, das ist eins von meinen Schokoladeneiern, die ich versteckt habe. Du Dieb. Zwei Hasen, ein Trick. Du hast also die ganzen Jahre die Eier gestohlen. Moment mal, ganz ruhig, ja? Hä? Ich habe nichts gestohlen. Und was ist damit? Was soll damit sein? Ein Schokoei zu Ostern. Ich habe es auch geschenkt bekommen. Geschenkt bekommen? Hä? Ihr glaubt doch nicht etwa, ich gehöre zur Ostereierbande. Nein, wir glauben, du bist die Ostereierbande. Ja, die Spuren endeten vor der Hütte über uns. Und was ist mit, erzähle niemanden von diesem Ort, hä? Oh, kommt schon. Wir Maulwürfe wollen unsere Ruhe haben. Vor allem vor Menschen. Ja, ja, nur rück sie schon raus, die restlichen Ostereier. Wo hast du sie versteckt? Ich hatte wirklich nur das eine. So? Wie schon gesagt, ich habe es geschenkt bekommen. Du, pass bloß auf, ich warne dich. Kannst du das hier sehen? Wie denn? Ich bin ein Maulwurf, ich bin blind. Ja, das ist ein Argument. Okay. Hä? Dann sage uns wenigstens, was du über die Ostereierbande weißt. Ich weiß, dass sie Ostereier klauen, mehr nicht. Ja, ja, ich lach mich tot. Und du weißt nicht zufällig, wo sie sich verstecken? Ich? Nein. Woher sollte ich? Hier vielleicht? Auf keinen Fall. Okay, gut. Hä? Ich glaube dir. Was? Du glaubst ihm? Ich gebe euch einen Tipp. Ihr solltet hier verschwinden. Ihr werdet die Ostereierbande nicht finden, denn sie sind gerissen. Schönen Tag noch. Ha, da weiß doch was. Ja, aber er rückt nicht raus damit. Er wollte uns unbedingt hier weghaben. Deshalb sage ich, gehen wir weiter. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ich bin dafür. Na dann los. Meine Nase sagt das irgendwie auch. Thank you.
Ey, guck mal da vorne. Eine Türe. Ich rieche Schokolade und Ostereier. Ich glaube, wir haben es gefunden. Ja, jetzt rieche ich es auch. Irgendwie schokoladig. Still bleiben! Einen Schritt weiter. Ihr seid umzingelt. Ein Igel! Eine Ratte! Und ein Marder. Die Ostereierbande! Der Osterhase persönlich und sein erfinderischer Freund. Und ein Menschenkind. Das ist jetzt dein Auftritt. Wie meiner? Wieso denn? Na, weil du der Osterhase bist. Ja, los, zeig's ihnen. Oje, 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 oje. Hey, Marder, ich verlange auf der Stelle, dass du die gestohlenen Ostereier und Nester wieder zurückgibst. Und dann auf Nimmerwiedersehen. Verschwindet, ja? Richtig so. Gut gemacht. Du verlangst? Es ist eine Schande. Da finden die Menschen schon seit Jahren keine Ostereier mehr. Und nun verlieren sie auch noch ihren armseligen Osterhasen. Glaubt ihr, ich werde euch so einfach wieder entkommen lassen? Seht mal, was ich habe. Gut, feuern auf mein Kommando. Ich warne euch, Marder. Die Menschenkinder wollen ihre Ostergeschenke zurück. Heute und hier ist das Ostereierstehen zu Ende. Das mutige Menschenkind. Was willst du machen, ne? Mit Eiern werfen? Ha, gar keine schlechte Idee. Und jetzt! Oh, hier! Oh. Ah. Ja. Nimm das! Und hier! Pass mal auf, jetzt ist dein und dämlich eine Ratte! Und Feuer! Ha. Zurückschießen! Los! Ah, aua! Die werfen mit Ostereiern! Diese Ballons! Ich hab die Ratte getroffen! Die Farbe hat jetzt ewige Felder! Ich habe den Igel! Fehlt nur noch der Mörder! Sieh nur, er haut ab! Los! Hinterher! Den kriegen wir noch! Er läuft in diesen Höhleneingang! Da kommt er nicht mehr raus! Los, kommt! Halt, warte! Hä? Er hat da etwas! Ihr kriegt mich nie! Was? Deckung, runter! Dieser Donkopf! Jetzt hat er sich selbst eingeschlossen! Der Gang ist verschüttet! Das war's! Da kommt er nicht mehr raus! Na dann! Das war's mit der Ostereierbande. Ja, der Igel und die Ratte können sich nirgendwo mehr blicken lassen. Und der Marder ist für immer hinter Fels und Stein. Und ich dachte, die wären gerissen. Bleibt nur noch zu erkunden, was sich hinter dieser Tür dort hinten befindet. Na dann, erkunden wir es doch einfach. Warte, vielleicht brauchst du ja Hilfe. Komm mit, Gwendolyn. Wow, da sind sie ja alle. Die Osternester, die Ostereier, die Körbchen und die Schokolade. Wow, so viele Ostersachen auf einmal habe ich noch nie gesehen. Wow, guck mal, es sind die gesamten Geschenke der Menschen vom Waldmenschen. Endlich, der Spuk ist vorbei. Wir können jetzt wieder ein ganz normales Osterfest feiern. Mein Opa hatte recht. Von nun an werde ich mich wohl eher auf den Osterbesuch freuen. Denn es gibt wieder viele bunte Ostereier. Und Schokolade. Schokolade. Wisst ihr was? Ich werde diese ganzen Sachen hier heute noch einmal für die Menschen vom Waldpfändchen verstecken. Sie sollen endlich wieder Ostereier zu Ostern bekommen. Das ist eine prima Idee. Ich helfe dir dabei. Also, das sieht ja nach einer ganzen Menge Arbeit aus. Aber was soll's? Ich bin dabei. Toll! Na los! Verlieren wir keine Zeit! Ja, los! Thank you.
Ich werd verrückt. Gwendolin! Gwendolin! Was ist denn, Opa? Ja, nun schau doch mal da. Ein Osternest. Ist das wirklich wahr? Na, siehst du doch. Und ich glaube, das ist für dich, Opa. Tja, bist du dir da sicher? Ja, klar, denn ich habe meins schon gefunden. Was? Du hast auch eins? Ja, und Oma auch. Und die Nachbarn haben auch etwas gefunden. Unglaublich. Nach all den Jahren. Warte mal. Steckst du da etwa dahinter? Vielleicht. Du und der Osterhase? Ach, Opa. Tja. Ach, und übrigens, es gibt gar keine Ostereierbande. Aber nicht mehr, mein Kind. Nicht mehr. Boss? Na endlich, es wird Zeit. Entschuldigung, Boss, aber ich musste erst warten, bis die Luft wieder rein ist. Ja, ja, hast du einen Gang nach draußen gegraben? Aber natürlich, Boss, wie geplant. Na los, dann nichts wie raus hier. Hier entlang, Boss.